Ihr findet dort alles geschrieben, was ihr für diese nun stattfindende Zeit braucht. Mein Kind, mein liebes Kind, da bist du ja. Sage heute den Kindern der Erde bitte, sie mögen meinem Ruf folgen. Denn wer mich nicht hört, meinem Sohn nicht folgt und sich nicht auf dem Weg zu Gottvater begibt, für den wird es böse ausgehen. Er wird an den Teufel verloren gehen, denn er hat nicht auf seine heilige Mutter im Himmel gehört, ist meinem Ruf nicht gefolgt, hat sich nicht zu meinem Sohn bekannt und kann somit auch nicht den Weg nach Hause zum Vater antreten. Meine Kinder, ihr müsst euch bekennen, ihr müsst umkehren und meinem Sohn in die heiligen, nach euch ausgestreckten Arme laufen. Lest meine Botschaften aufmerksam, denn ihr findet dort alles geschrieben, was ihr für die Vorbereitung auf diese nun stattfindende Zeit braucht. Geht nicht an den Teufel verloren, indem ihr nichts tut und einfach weiter vor euch hinlebt, als würde nichts geschehen. Ihr lebt in der Scheinwelt des Teufels und dringendst müsst ihr aus ihr ausbrechen, denn das wahre Leben findet nicht in dieser Welt statt, sondern nur bei meinem Sohn. Lauft zu ihm, bekennt euch zu ihm, und erkennt endlich die Wahrheit. Jesus ist euer Weg, euer Heil und eure Rettung, und nur durch ihn werdet ihr erlöst werden. So nehmt dieses so wunderbare und so kostbare Geschenk an und schenkt ihm, dem Sohn des allmächtigen Vaters, euer uneingeschränktes Ja. So wird er durch euch handeln können, euch führen und in die Herrlichkeit des Vaters bringen. Vertut nicht diese Chance, denn es geht um euer Seelenheil. Lauft zu Jesus und wartet nicht mehr länger. Bald schon wird es für eure Umkehr zu spät sein. Amen. Macht euch auf und geht nicht verloren. Der Böse lauert auf euch, um eure Seele zu stehlen, doch seht ihr auch diese Wahrheit nicht, weil ihr euch vor ihr verschließt. Öffnet euch für Jesus, und euer Heil wird beginnen. Amen. So sei es. Eure euch liebende Mutter im Himmel, Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.